Haben sie dich geschickt? Wo warst du denn? Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Ärger, was Kenny gemacht hat. Er schaut nicht lange zu. Eigenartiger Vogel. Wer sieht grimmig aus? Bewegt sich erst, wenn die Befehle von ganz oben kommen. Stopp! Halt! Ihr seid alle Schisser! Sehr gut. Und idealerweise natürlich direkt den. Was ist das? Was ist das? Ah, ich bin sowieso noch ungesucht. Sehr gut. Daher alles halb so wild. Kommen auch wieder auf die richtigen Straßen. Wobei die Rotröcke schon ziemlich aggressiv sind. Du musst es sein. Ich warte schon so lange. Ich weiß, wer die Verräter sind. Und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröcken. Finde einen Weg, die Listen durch diese Fälschungen zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter. Naja, und wo muss ich als Erster hin? Da. So. Heute in der New York Morning Post. Oh, das ist immer noch der fahrende Händler. Der fahrende Händler ist uns nach wie vor immer noch egal. Und der stellt irgendwie den einzigsten kaufmännischen Bezug dar. Das ist doch. Ist doch bescheiden. Sehr bescheiden. So. Ja klar, wir nehmen natürlich den Aussichtspunkt mit. Ja, komm. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Ja, ich frag mich. Ich frage mich wirklich, ob New York uns. Also New York ist ja ehrlich gesagt wirklich bekannt dafür, dass du da sehr gut shoppen gehen kannst. Aber aus. Und Amerika auch generell dafür bekannt, dass du sehr gut Waffen kaufen kannst. Ja, das ist selbst ohne irgendwelche Nachweise. Was ist das denn hier? So, jetzt. Aber irgendwie finden wir ausgerechnet solche Punkte. Für Rüstungsmonturen, für. Also weder für Kleidung noch für Waffen. Irgendwelche angesagten Läden. So gar nicht. Warum? Heuhaufen. So. Und während ich auf dem Weg nach unten bin, kann ich ja hier nochmal gucken. Nee, das da drüben ist der fahrende Händler. Das ist ja auch hier unten jetzt gewesen. Aber der fahrende Händler interessiert uns, wie gesagt, nicht. Was haben wir denn hier? Gemischtwarenhändler. Jetzt hoffen wir mal, dass es kein fliegender Händler ist. Nein! Was zum Teufel? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Sehr gut. Mutiger Versuch. Ist das alles? So. Ja, lass uns reden. Hier kommt keiner mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Waffe wegstecken? Soll ich dich mit der bedrohen? Oder vielleicht mit der hier? Was ist das denn hier? Wo ist euer Anführer? Den bekommst du niemals. Er hat doppelt so viele Männer. Doppelt so gut wie diese hier. Ja und? Und? Doppelt so gut wie diese? Was? Oh. Aber ich habe so das Gefühl, dieses Inkognito bringt uns so gut wie gar nichts. Die Wachen springt doch trotzdem auf uns an. Oder ist es einfach lediglich. Ermöglicht mir das lediglich so eine gewisse Latenz. Ich weiß es nicht. Aber insgesamt habe ich nicht so das Gefühl, dass ich dadurch Zeit spare. Was ist das denn hier?
Doch, da geht's mal rein. So, gemischt waren. Bin ich mal gespannt, was wir uns mit dem bisschen Geld, was wir haben, tatsächlich leisten können. Was Billiges. Was Billiges mit sehr hoher Qualität. So, normale Waffe. Gucken wir mal. Wir haben... Genau, das ist eine ausgeglichene Waffe, die wir jetzt derzeit haben. Ah, das sehe ich schon. Ich sehe schon. Also wenn ich hier was reißen... Doch, Moment. Französisches Entermesser. Das wäre eine Sache, die könnten wir uns leisten. Und die hat auch wesentlich bessere Werte. Komm, nehmen wir die erstmal. Sehr gut. Sehr fein. So. Was? Das muss ich reparieren? Nee, muss ich nicht reparieren. Hör auf. Ich kauf doch keine neue Waffe, nur damit ich sie dann reparieren muss. Ach, parieren. Hahaha. Ja, alles okay. Ich habe auch so meine goldenen Momente und manchmal halt eben nicht. So. Ich bin zwar ein Verfechter der stumpfen Waffe und habe das jetzt auch im Nachgang erst gemerkt, aber ich glaube, die stumpfen Waffen, die waren alle ein bisschen zu teuer. Hätten die nur 1900. Wir müssen ja auch zusehen, dass wir unserem, na wie heißt's, unserem Budget entsprechend auch unsere Waffen wählen. So. Warte mal, wo war das denn jetzt? Hä? Warum wird mir das denn hier jetzt gerade nicht auf der Karte angezeigt? Was soll das denn? Mann! Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Also. Die gefakten Franzosen werden sich dann vor... Ich vermute mal, ich muss hier rein. Die gefakten Franzosen werden sich jetzt vor das Fort begeben. Und ich werde... Aber wie komme ich denn da unten rein? Ich gehe mal davon aus, dass es so ein Abwasserkanal, der direkt an der Mauer ist. Da muss ich ja auch irgendwie hinkommen. Also das Gefühl, das wird so ein Alibi-Gefecht zwischen den Schiffen und dem Fort, was mir tatsächlich dann so viel nicht bringt. Schnellreisestation gefunden, aha. Auch mal wieder auf die Karte gucken. Ah ja, okay. Also ich sollte mich hier im Untergrund mit ihm treffen. So, dann schauen wir mal. Bam. Ein Pfeil nach unten? Warte mal. Ich weiß ja nicht, inwiefern mir das jetzt was bringt, diese Fackeln hier anzuzünden. Ich könnte mir den Rückweg markieren, aber ich weiß nicht, inwiefern ich das tatsächlich nötig habe. Ich höre doch schon Stimmen. Das könnte entweder bedeuten, dass ich schon mittlerweile total plemplem bin. Oder dass ich hier in der Nähe bin. Von Leuten, die mir entweder... ich weiß nicht, hier unten? Müssen nicht zwingend Leute sein, die mir gut tun. Ich meine, wir sind in New York. Wir sind in der Kanalisation. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dahinter jetzt hinter der nächsten Mauer die Turtles stehen? Oder eine Riesenratte? Okay, also nur eine Riesenratte. Haha. Connor! Dieser Tunnel führt in den militärischen Bezirk. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Okay. Palim, 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 palim. Die haben die ganze Zeit übelst laut in diesen Tunnel gesprochen, als ich die noch nicht gesehen habe. Als die Sequenz begonnen hat, die sagen, das ist, die haben also erst mit Flüstern angefangen, als sie den Indianer gesehen haben. Diese Rassisten. Ich bin doch hier nicht in dem Vor, hör auf. Wo muss ich denn jetzt hin?
Shit, wo muss ich den jetzt hin? Er läuft weg. Willst du etwa fliehen? Komm sofort zurück. Uiuiuiui. Ja, auf dem Weg natürlich nicht entdeckt zu werden. Ja, vielleicht schaffe ich das noch mit dem... mit dem Signalfeuer. Kuckuck. Los, komm ein bisschen schneller. Beweg den Hintern. So. Da kommen wir natürlich nicht auf direkten Wege rüber. Sehr gut. Und jetzt in der Hoffnung, dass uns... sagen, in der Hoffnung, dass uns da keiner sieht. Ob das... Das könnte ich mir wohl abschmatzen. Aber na gut. Wir sind trotzdem, ich möchte nicht meckern, wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Zwei von diesen Sachen können wir auf jeden Fall erfüllen. Also die... Ja, in Rekordzeit das Ding entfacht und auch Gesundheitsverlust unter 50%. Das heißt, ich muss, wenn ich das nochmal spielen sollte, wirklich nur noch darauf achten, dass ich nicht entdeckt werde. Sehr gut. Weil ich glaube, diese Ziele, die erfüllen sich... Weil die addieren sich ja zusammen. Warum schießt wieder auf Wohnhäuser? Alter. Ist jetzt nicht so, als wenn du nicht wusstest, wo die drauf schießen. Was? Voraussetzung hier. Alter. Was ist hier los? Das ist... Wachen ausweichen. Ja. Was soll ich sagen? Das ist richtig dumm gewesen. Wo bist du, Charles? Fort. Oh, ja toll. Komm schon. Du bist mir nicht gewachsen, Connor. Trotz allem Geschick bist du nur ein Kind und musst noch viel lernen. Gib mir Lee! Unmöglich. Er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Die Schafe brauchen den Hirten. Er wurde entlassen und getadelt. Er kann dir nun nicht mehr helfen. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Er wird rehabilitiert. Also gegen den... Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und... Gegen den sein Säbel sieht ja... Mein Tomahawk gleich dämlich aus, muss ich zugeben. Darf ich angreifen? Das bringt mir nur nicht viel. Ich darf auch nicht nachsetzen, das ist Kacke. Ich kann auch nicht ausweichen. Das bringt mir auch nichts, okay. Okay, also ich kann maximal nur mit... Ne, auch hiermit nicht. Was ist das denn? Ich kann wirklich gegen den hier überhaupt nichts machen. Ich meine, das Kampfsystem lässt so viele Kombinationen jetzt nun echt nicht zu. Desynchronisiert. Super. Hä? Es gibt... Also entweder ist der Gegner so einfach, dass du direkt kontern kannst. Du tust, als hättest du das Recht zu richten. Und mich und die... Oder habe ich ein Problem mit dem Timing? Ach so, ja, ich glaube, ich hab's verstanden. Alles, was ich dir zeigte, was ich sagte und tat, klar, das geht. Ich glaube, das ist so eine Umgebungsgeschichte hier.
Ah ja, okay, das ist eine Umgebungsgeschichte. Sehr gut. Das habe ich auch gemacht. Gib auf. Und ich verschone dich. Große Worte. Große Weiten. Geht es dir besser? Auch wenn es scheint, als würdet ihr siegen, stehen wir wieder auf. Und weißt du warum? Unser Orden entstand aus einer Erkenntnis heraus. Wir brauchen kein Credo, keine Belehrungen durch verzweifelte alte Männer. Wir brauchen nur die Welt zu sehen, wie sie ist. Und deshalb werden die Templer niemals untergehen. Vatermord. Was halten wir denn bitte davon? Tja, das hast du davon. Nicht das Gespräch gesucht. Beide absolut unverbesserlich und der eine, der ja doch im Auftrag der Vernunft kämpft. Fehler einzugestehen. Ich weine nicht und frage, was hätte sein können. Das verstehst du sicher. Ah, dennoch bin ich irgendwie stolz auf dich. Du besitzt große Entschlossenheit, Stärke, Courage, alles edle Tugenden. Ich hätte dich längst töten sollen. Ohne Giwahi, Ragini. Wir haben ein Problem. Haytham hat das Amulett nicht mehr. Aber der Tempel schickt noch Daten. Da muss noch mehr dran sein. Nur ein Weg, es herauszufinden. Oh, Käse. Schade. Ich habe mich an das Ende hier ehrlich gesagt gar nicht erinnern können. Ich bin eigentlich stark davon ausgegangen, dass uns das auf diese Art und Weise nicht passiert. Mein Vater ist tot. Ah, toll. Charles Lee führt nun den Templerorden an seiner Stadt. Ich weiß nun, warum dies ein ewiger Krieg ist. Für jeden geschlagenen Stein kommt ein neuer aufs Spielbrett. So geht es hin und her. In aller Welt. In allen Zeiten. Manchmal verliere ich den Glauben. Doch ich darf mich meinen Zweifeln nicht ergeben. Das Volk braucht mich. Jetzt mehr denn je. Ich muss die Templer stoppen. Ich werde Charles Lee töten. Sequenz 12, New York, 1782. Während wir jetzt wahrscheinlich hier eine absolut emotionale Szene gesehen haben, ist das Einzige, was mir durch den Kopf ging: Junge, du hattest so schönes, volles Haar. Warum machst du dir so eine scheiß Assi-Frisur?